Heyo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur mittlerweile schon 10. Folge von Minecraft Schnell und Einfach. Heute werde ich euch zeigen, wie man in Minecraft das Ende finden kann und auch wie man das Endportal dann aktiviert, damit man dann den Drachen besiegen kann. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. In das Ende in Minecraft zu kommen ist etwas schwieriger, denn man kann leider nicht selber ein Portal bauen, wie man zum Beispiel für die Hölle kann, sondern man muss das Endportal finden und die werden eben in der Welt ein paar Mal generiert und die muss man halt dann eben benutzen, weil man sie halt nicht selber bauen kann. Und das Problem dabei ist, dass die Endportale halt zum einen unterirdisch spawnen, nämlich in diesen unterirdischen Festungen, die ihr vielleicht kennt, und zum anderen sind sie halt relativ selten und auch sehr weit verstreut in der Welt, und das bedeutet halt, dass man durch Zufall diese Festungen eher nicht findet, weil sie eben so selten sind. Es gibt allerdings einen Trick, um diese Festung zu finden, und zwar kann man dafür die Enderaugen benutzen. Um ein Enderauge zu craften, braucht ihr zwei Sachen, zum einen Blaze Powder, also den Lohin-Staub, den man bekommt, wenn man in einer Netherfestung so einen Lohin-Spawner findet und dann eben die Lohin tötet. Dann bekommt man zum einen erstmal diese Lohin-Stäbe und die kann man dann halt weiter craften zu Lohin-Staub. Und dann kann man zusammen mit dem Lohin-Staub und wenn man dann noch eine Enderperle dazu legt, eben diese Enderaugen machen. Und das bedeutet, dass ihr halt jetzt am besten erstmal ein paar Blazes töten geht in der Hölle und auch ein paar Endermänner farmt, bis ihr so ungefähr 20 Enderaugen craften könnt. Das sollte dann erstmal reichen, denn ihr braucht diese Enderaugen zum einen, um das Portal erstmal natürlich zu finden und zum anderen braucht ihr sie dann später auch, um das Ganze zu aktivieren. Im schlimmsten Fall braucht ihr nämlich 12 Enderaugen alleine dafür, um das Portal zu aktivieren und dann braucht ihr natürlich auch noch welche, um dahin zu finden und vielleicht verliert ihr mal einen und so weiter und dann möchte man natürlich, oder würde ich euch empfehlen, dass ihr halt erstmal einen kleinen Vorrat habt, nicht, dass ihr dann auf einmal vor dem Portal steht und dann fehlt irgendwie ein Enderauge oder so, das wäre natürlich nervig. Und dementsprechend würde ich euch empfehlen, 20 Augen zu farmen, das sollte erstmal reichen auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt die 20 Enderaugen zusammen habt, dann solltet ihr dafür sorgen, dass ihr erstmal gut ausgerüstet seid und am besten noch eine Enderkiste mitnimmt, wo dann halt noch mehr Zeug drin ist, was ihr gebrauchen könnt. Denn ihr werdet jetzt wahrscheinlich einige 100 oder 1000 Blöcke weit reisen und dann, wenn ihr direkt danach den Drachen besiegen wollt, dann solltet ihr natürlich jetzt schon mal alles dabei haben, was ihr dafür braucht. Und wenn ihr dann los wollt und alles bereit habt soweit, dann könnt ihr einfach die Enderaugen in die Hand nehmen und dann einmal Rechtsklick drücken. Das wird nämlich das eine Enderauge, was ihr dann benutzt, aktivieren quasi und das wird dann hochfliegen in die Luft und euch so die Richtung anzeigen, in der ihr oder in die ihr halt laufen müsst, um dann das Enderportal zu finden. Und das zeigt dann immer das nächste Enderportal an. Und nach kurzer Zeit wird dann das Enderauge, was in der Luft fliegt, auf den Boden fallen und ihr könnt es dann wieder einsammeln und wieder benutzen. Und ich mache es zum Beispiel dann immer so, dass ich direkt am Anfang einmal ein Enderauge hochschmeiße, damit ich weiß, in welche Richtung ich laufen muss. Und dann laufe ich erstmal ein paar hundert Blöcke und dann werfe ich irgendwann nochmal ein Enderauge. Und dann sehe ich ja, ob ich halt diese Richtung noch weiterlaufen muss. Und das mache ich dann halt so lange, bis irgendwann das Enderauge wieder nach hinten fliegt. Und dann weiß ich, okay, ich bin jetzt zu weit gelaufen und irgendwo hinter mir war das jetzt schon die Festung. Und dann irgendwann wird es nämlich so sein, dass das Enderauge nicht mehr in die Luft fliegt, sondern in den Boden. Und dann wisst ihr genau, okay, hier müsstet ihr euch jetzt runterbuddeln, um eben das Endportal zu finden und die Festung eben. Und das solltet ihr dann noch machen, also euch runtergraben und dann könnt ihr nämlich in der Festung ein bisschen rumsuchen, da gibt es nämlich auch ein paar coole Kisten, wo halt ganz nette Sachen drin sind. Aber wenn ihr jetzt innerhalb der Festung auch nicht mehr so richtig wisst, wo denn das Endportal sein soll, dann könnt ihr auch natürlich in der Festung nochmal ein Enderauge werfen, denn das Enderauge zieht quasi nicht genau auf die Festung, sondern genau aufs Endportal und das bedeutet, selbst in der Festung, wenn ihr ein Enderauge benutzt, dann würde es euch anzeigen, in welche Richtung ihr euch dennoch buddeln müsst oder in welche Richtung ihr dann gehen müsst, um eben das Endportal zu finden. Das Endportal ist dann meistens in einem Raum, wo zum einen ein Silberfisch-Spawner ist und zum anderen so ein kleiner Lavasee. Ich würde euch hier empfehlen, auf jeden Fall den Silberfisch-Spawner kaputt zu machen, weil die sind halt einfach nur nervig und nachher schubsen die euch in die Lava oder so, das wäre natürlich blöd. Und dann seht ihr auch schon diesen Rahmen quasi, der aus diesen Portalblöcken gemacht ist und da werden dann wahrscheinlich schon ein paar Enderaugen drinnen liegen. Aber wie gesagt, im schlimmsten Fall braucht ihr halt trotzdem noch 12 Stück und die könnt ihr dann einfach mit Rechtsklick da reinlegen. Und wenn ihr dann den kompletten Rahmen quasi voll habt mit Enderaugen, dann aktiviert ihr so das Endportal. Und das werdet ihr ja dann auch direkt erkennen natürlich, weil es dann so schwarz wird mit so ein paar kleinen Sternchen, so ähnlich wie der Nachthimmel quasi, oder wie halt das Universum halt aussieht, so sieht das dann halt auch aus. Und jetzt solltet ihr allerdings noch nicht reinspringen, denn ihr solltet euch im Klaren sein, wenn ihr da jetzt reinspringt, dass ihr dann halt entweder sterbt oder halt den Drachen besiegen müsst. Und ihr könnt da jetzt nicht nochmal zwischendurch nochmal raus und euch neue Rüstung holen. Das bedeutet, ihr solltet euch am besten jetzt so weit ausrüsten, wie ihr halt auch für den Kampf gewappnet sein wollt. Und dann könnt ihr natürlich da reinspringen und den Drachen bekämpfen. Wenn ihr dazu mehr Informationen haben wollt, wie man die Drachen am besten bekämpft und was man da mitnehmen sollte, das werde ich euch in der nächsten Folge von Minecraft Channel einfach erklären, denn diese Folge ist jetzt erstmal zu Ende, es ging hier nur darum, um das Ende erstmal zu finden und auch das Ding zu aktivieren. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Enderauge in die Kommentare und dann würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr natürlich auch schnell und einfach den Kanal abonnieren, das hilft mir sehr und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.